Das Lesen von Karten oder die Zukunft voraussagen oder um Esoterik, ist das Hokuspokus oder sagst du, nee, das kann schon echt zutreffen? Was denkst du darüber? Also fangen wir mal mit der Astrologie an, ja? Die Astrologie, die hat ihren Bewandtnis, da bin ich fest davon überzeugt. Ich habe mich jetzt auch gerade vor einem Monat mit einer richtig guten Astrologin unterhalten, weil ich interessiere mich auch für die alle Dinge, die das Leben beeinflussen. Und der Mond, der hat unheimlichen Einfluss auf das Leben der Frauen, der bestimmt den Menstruationszyklus zum Beispiel. Die Sonne hat Einfluss, so hat der Stand der Gestirne energetischen Einfluss auf die, auf das Leben der Menschen allgemein. Ja, da, wenn der Pluto so steht und der Mars da steht, dann ist die Energie in dieser Zeit auf der Erde anders, als wenn die Gestirne anders stehen. Dass die Gestirne Einfluss haben auf das Leben dieser Erde, hat die Geschichte ja bewiesen, wenn sich jeder mal ein bisschen damit beschäftigt. Also die Astrologie, die hat schon ihre Bewandtnis. Das ist eine energetische Sache. Und jetzt kommen wir mal auf Hellseher. Ja? Dass es sowas gibt, habe ich selbst schon erlebt, weil ich selbst habe schon Situationen in der Zukunft gesehen, die sich dann genauso abgespielt haben in meinem Leben. Immer dann, wenn ich total frei war, da hatte ich regelrecht Visionen, die dann ja genau so geworden sind, wie ich es hatte. Aber jetzt ist die Frage, warum ist die Vision dann so geworden, wie ich sie gesehen hatte? Entweder weil sie vorbestimmt war oder weil es eine Vision war, der ich dann unbewusst nachgegangen bin. Das ist die Frage. Ja? Das gibt so viele Scharlatane auf dem Gebiet der Hellseherei. Ich gebe da nichts drauf, ja? Auf Hellseher, auf Zukunftshellseher. Ich denke, ich weiß, dass da viel möglich ist. Ich habe da schon Übungen gemacht mit einem ehemaligen IKEA-Manager, der ist auch recht bekannt. Ja, ich will den Namen jetzt nicht nennen. Und da haben wir verrückte Seminare. Da habe ich mich wirklich in seine Erinnerung eingeklinkt und konnte da sagen, Mensch, was war bei denen in der Vergangenheit? Wie sahen die Menschen aus? Da habe ich mich in die Vorstellung eingeklinkt und unter Anleitung, ja, das geht, das funktioniert mit verrückten Sachen, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand exakt die Zeit voraussagen kann, in der etwas passiert. Ich kann dir sagen, wie sich dein Leben entwickelt. Ich kann sagen, wie sich das Leben entwickelt, auch wie sich das Leben entwickelt. Da könnte ich Prognosen abgeben, die recht genau werden. Und meine Prognosen sind Suggestionen wieder. Und wenn meine Suggestionen stark genug sind und die sowieso in die richtige Richtung führen, dann verstärken die sich noch und oder auch der würde unbewusst in die Richtung weitergehen. Aber war ich da der Hellseher, ja, oder nicht? Oder war da nur meine Voraussage, die so suggestiv wirkte, daran schuld? Deswegen ist es für mich wirklich gefährlich, sowas zu machen, weil wenn jemand, der nicht so viel Verantwortung hat, da was voraussagt, was ganz miese Emotionen in demjenigen hervorruft, ist das so gefährlich, weil das bringt ein Leben in eine völlig andere Richtung. Ja, weil wir wissen ja, die Gedanken führen zu Emotionen und die Gedanken, die steuern das Leben. Und wer da ein bisschen schwach ist und zu einer Hellseherin geht und die haben da vielleicht schon eine Ahnung, weil die kennen sich mit Menschen aus. Wenn ich mit jemandem rede, dann weiß ich schon ungefähr, in welche Richtung sein Leben gehen wird. Dann kenne ich die Ansichten, die Glaubenssätze. Ich weiß, wohin das Leben führen wird. Und gute Hellseher, in Anführungsstrichelchen, die sehen das natürlich auch. Ne? Die erzählen mit dir ein bisschen und dann schließen die davon auf deine Vergangenheit, auf deine Zukunft, alles kein Hexenwerk. Und dann, ja, also das, ne,
Hat sich auch bis jetzt noch nie richtig irgendwas so bestätigt, auch wenn andere mal versucht haben, für mich irgendwas rauskriegen zu lassen, ja, was ich gar nicht will. Ich will da gar nicht hingehen, weil ich will nicht beeinflusst werden. So eine Hellseherin, wenn du darauf was gibst, ja, dann ist das sowas von beeinflussend für dich und kann deine ganze Zukunft ändern, in eine negative Richtung oder auch in eine positive Richtung. Und da ich weiß, dass wir uns die Zukunft selber erschaffen, würde ich mich solchen suggestiven Situationen nicht aussetzen. Ich glaube einfach, dass richtige Hellseherei, dass es da vielleicht einige gibt, die da vielleicht was sehen, aber das zeitlich einzuordnen, ist meiner Meinung nach nicht möglich. Ja, da Vision zu haben, das sehe ich auch so. Aber das zeitlich einzuordnen, das ist aus meiner Sicht nicht möglich. Und dann, wenn dann so eine Vision offengelegt wird, egal wo die her ist, ob die aus der Fantasie stammt oder aus der Eingabe, ob die eine Eingebung hatte oder eine Vision, dann ist ja alles Fantasie, ja, auf eine bestimmte Art und Weise. Dann ist das höchst gefährlich, sich sowas anzuhören, weil es sowas von suggestiv ist und dich dann auch in die Richtung führen kann. Da ist es doch klüger, wenn wir hier die Richtung selber festlegen und uns niemals auf solche Dinge einlassen. Und ich glaube, dass es viel, viel, viel mehr Scharlatane gibt, die ein bisschen Ahnung von der Psyche haben, von den Menschen haben. Das ist meine Meinung dazu. Und vielleicht hat da die ein oder der andere eine andere Meinung und das ist alles okay. Ja, ihr habt mich ja nach meiner Meinung gefragt. Also du warst noch nicht beim Kartenleger, heißt das, Marcel. Nee, ich bin dazu viel zu selbstbestimmt. Ja, ich will da niemanden reinfuschen lassen in meine Zukunft. Ich bestimme die einfach selber. Ich gehe meinen Weg und da brauche ich ja auch keinen, der mir die Zukunft voraussagt, weil ich sage mir die selbst voraus. Und das Gleiche kannst du machen, das Gleiche kann die machen. Ist nur eine gewisse Klarheit nötig, nicht eine völlige Klarheit, wie das Leben genau aussehen soll, aber schon eine Klarheit, was stelle ich mir von einer Beziehung vor, wie stelle ich mir mein Leben vor, womit will ich meine Brötchen verdienen in der Zukunft, was will ich für einen Job machen. All diese Fragen sind ja existenzielle Fragen und da muss schon so eine grobe Klarheit herrschen, ne? Eine grobe Klarheit, ein grobes Gefühl, Mensch, in die Richtung will ich gehen, in die Richtung will ich nicht gehen. Also ich war einmal da bei solch einer Kartenlegerin und die hat dann auch, du, die konnte ziemlich gut zurückgucken. Also ich habe die Frau vorher noch nie gesehen und die hat da schon einige Sachen, also sehr, sehr punktgenau getroffen, möchte ich sagen. Also auf den Punkt getroffen und hat auch die Zukunft relativ gut vorausgesehen, muss ich sagen, ja. Ob das nur Hokuspokus war oder nicht, aber es war schon mal interessant, die Erfahrung zu machen. Ich war auf jeden Fall mal da. Das ist ja auch nicht schwer, dir was aus deiner Vergangenheit zu sagen und dir was aus deiner Zukunft zu sagen. Das ist wirklich so einfach, wenn du die Menschen kennst. Wenn du mich fragen würdest, Mensch, wie sieht denn ungefähr meine Vergangenheit aus? Ne? Ich kenne dich jetzt schon eine Weile, dann könnte ich dir echt viele Tipps geben, die genau zutreffen würden. Und wenn du mich fragen würdest, wie sieht nach meinem jetzigen Mindset meine Zukunft aus, da gebe ich dir auch viele Tipps, die dann genau zutreffen werden. Aber deswegen sehe ich nicht eine genaue Zukunft voraus. Wenn ich sagen würde, Mensch, pass bloß auf dir, das und das kann passieren, das und das steht dir bevor, pass bloß auf, dann wird sich derjenige zwangsläufig durch meine Suggestion in die Richtung bewegen. Aber wenn ich sage, Mensch, ich weiß, du kannst es, ich sehe das vor mir, wie du das und das schaffst und den Weg, geh mal den Weg, ja, und tu dies und jenes, dann suggeriere ich in eine gute Richtung, ja, und das mache ich ja auch nicht anders hier mit euch, weil ich bestimmte Wege sehe, die zu dem oder zu derjenigen passen könnten. Und die unterstütze ich dann und hinterfrage die natürlich vorher.